Moin! Tag 2. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Hauptbahnhof Berlin. Jo, das ist richtig. Haben gerade gefrühstückt. Beziehungsweise ja, die beiden haben gefrühstückt, ich noch nicht. Ja, und dann nehmen wir um 13 Uhr den Zug nach Prag. Und ich hoffe einfach mal, dass es da Internet gibt. Auf geht's in einen Supermarkt, der mit E anfängt und mit DK aufhört. Lidl. Richtig. Denn wir brauchen was zu trinken, ja, da wir nicht sterben wollen. Sterben ist nicht so cool. Einmal kurz. Was geht? Ja. Wir sitzen hier gerade ohne Frederik, passen auf seine Sachen auf. Weil er sich um 10.30 Uhr eine Currywurst holt. Ja, es ist nie zu früh für eine Currywurst. Kleiner Tipp von uns, fahrt nie nach Prag in einem Zug ohne Reservierung, weil dann könnt ihr mitunter doch mal 4 Stunden einfach nur stehen. Wir stehen jetzt schon 1 Stunde. Aber das liegt daran, dass ein Wagen zu wenig da ist. Das liegt nicht daran, dass einfach nur ein Wagen zu wenig da ist, das liegt einfach daran, dass das tschechische Züge scheiße sind. So, wir sind angekommen, Prag Hauptbahnhof. Nachdem wir 2 Stunden gestanden haben, haben wir dann auch endlich mal einen Sitzplatz gefunden. Und jetzt suchen wir unser Hotel. Das soll wie weit weg sein? 4 Kilometer? 3,7. 3,7, ach, dann geht das ja. Wir sind jetzt im Hotel angekommen und... Es ist ein Hostel. Es ist ein Hostel und dieses Hostel, na gut, Tschechien ist erstmal sehr schön, aber dieses Hostel, im Prinzip, die Betten sind einfach Holzplatten mit einem Laken draufgelegt. Ja, das Internet, ich dachte ja wirklich, Thies hat gestern noch gesagt, es geht wirklich nicht schlimmer. Doch, das tut es. Es geht tatsächlich schlechter. Wir haben ein ziemlich geiles Restaurant gefunden. Das bietet nicht nur gute Sachen an, sondern auch eine Karte auf Deutsch. Wie geil ist das denn? Im tiefsten Tschechien. Bam! Und jetzt lassen wir es uns schmecken. Das Essen, das war richtig gut. Also richtig gut dafür, dass wir zu dritt für 3 Menüs, 3 Bier und ein Tomatensalat 18 Euro gezahlt haben. Jetzt haben wir einfach 500 tschechische Kronen bezahlt. Also mehr oder weniger 18 Euro oder so. Für 500 Tacken, ey. Erste Nacht in Prag, voll schön. Also entgegen meiner Erwartung ist es wirklich sehr schön hier. Hier ist hinten so eine kleine Partymeile. Naja, und wir gehen jetzt Richtung Hotel. Ja, und mal sehen, was der nächste Tag so bringt. Ein neuer Tag. Wir haben uns jetzt gerade Frühstück geholt. Pizza. Denn wir haben einen Supermarkt gefunden und das ist ganz geil. Und jetzt essen wir hier im Park. Aber wir haben Freunde hier. Wir haben Freunde, wir haben hier richtig viele Tauben. Und dann geht's gleich in die Innenstadt. Einkaufszentrum gefunden und auch einen Sitzplatz gefunden. Und das tut gut. Tut wirklich gut. Dann geht's auch gleich schon weiter.
irgendeiner Brücke. Wir machen jetzt noch ein paar Fotos. Und dann schauen wir mal, dann machen wir uns das erste Mal auf dieser Tour selber was zu essen. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert oder ob das komplett in die Hose geht. So, wir versuchen jetzt hier was zu kochen. Was gar nicht mal so leicht ist, weil man erstmal Besteck und überhaupt Material finden muss, was sauber ist. Wenn man sich jetzt mal das hier anschaut. Lecker. Geil, oder? Ja gut, aber Nudeln mit Tomatensauce sollten drin sein. Wir brauchen bloß noch einen Topf, wo wir die Tomatensauce reintun. Dies müssen wir vielleicht nochmal spülen. Scotty, beam mich hoch. Ich vertraue dem Teil nicht so. Gleich kommt da irgendwas raus oder so. So eine Ratte. Eine tote Ratte. Eine halbe tote Ratte. In die Soße rein. So, jetzt können wir. Die Nudeln können rein. Gott sei Dank haben wir nicht zu viel Wasser genommen. Was muss ich machen? Einfach so drauf, dass das Wasser rauskommt und die Nudeln drin bleiben. Alter, verbrenne ich doch jetzt eh locker. Das ist heiß. Ist es? Ja. Ja, oh ja. Nein. Und sind zwei Nudeln verloren gegangen. Nom, 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 nom. So. Ich muss sagen, das hast du aber sehr gut gekocht. Noch hast du es nicht probiert. Ist das dein Geheimrezept? Ja, das ist mein Geheimrezept. Also Nudeln, das kann nicht jeder. Das sieht zwar aus wie ein Haufen Scheiße, aber da steckt eine Menge Liebe drin. So, das Essen ist tatsächlich essbar, ob man es glaubt oder nicht, es schmeckt sogar. Das war's jetzt aus Prag. Als nächstes geht's nach Budapest. Bis in 2-3 Tagen. Tschüss!